Hallo zusammen, heute geht es wieder um den Katalog und zwar um die Seite 27 und hier handelt es sich um Kompressorgefrierschränke 12 Volt. Und zwar die zwei größeren, die wir haben den GS55, der sieht so aus, ist relativ dick isoliert und hat hier drei Klappen aus Chromstahl, ist jetzt momentan noch eine Schutzfolie drauf und dann haben wir den 110er, der ist genau gleich, aber den mache ich euch nicht auf, weil das ist ein normaler Kühlschrank. Der sieht dann so aus. Aber vom Format her sieht der Tiefkühler genau gleich aus wie der. Mit diesem Format kann man sich vorstellen, weil das Problem ist momentan, wir haben keine GS110 mehr am Lager. Sollte nächste Woche kommen, übernächste Woche, ich sage mir keine Termine mehr. Der Schrank hier ist genau gleich groß wie der 76F. Also ein Kühlschrank in der gleichen Größe, jedoch ohne Eisfach. Den kann ich drüber stellen, ich kann den drunter stellen und ich habe dann einen Kühlschrank mit zwei Kühlmaschinen. Also eigentlich habe ich zwei einzelne Kühlgeräte. Ich habe gestern ein Video gemacht, das verlinke ich euch nachher, über den GS30. Die ganzen Optionen, die der GS30 hat, kann ich hier natürlich auch anbieten, könnt ihr so bestellen. Beim größeren, beim 110 GS, ich muss hier ein bisschen ins Licht drücken, beim 110 GS habe ich die gleichen Optionen wie da und der 106F, der ist hier zum Beispiel in Kombination möglich. Da habe ich unten Bodenebene einen Tiefkühlschrank, da muss ich nicht hin, oder selten hin, nicht so viel wie ein Kühlschrank. Und obendrauf stelle ich den Kühlschrank, dann habe ich unten 110 Liter Tiefkühlschrank und oben habe ich 130 Liter Kühlschrank ohne Tiefkühlfach. Also der gleiche Schrank wie hier, jedoch hier habe ich ein Tiefkühlfach oder ein Eisfach und das habe ich dann nicht, ich habe einen reinen Kühlschrank. Diese Kombination verlinke ich euch auch am Schluss im Video. Wir haben auch hier ist bei dem Schrank, beim Tiefkühler ist Standard eine BD50 Kompressor drauf, den gibt es als Option mit dem BD100, also noch einen stärkeren Kompressor. Wir haben dann auch um die 7 Kilo Gefrierleistung. Natürlich auch dementsprechend Stromverbrauch, weil die Kühlmaschine, der BD100, ist momentan der einzige oder der stärkste Kompressor mit natürlichem Kältemittel. Auch hier, den hier liefern wir eigentlich nur mit dem BD80 aus, weil er reicht absolut. Also wir erreichen bei beiden Geräten Temperaturen von unter minus 30 Grad, bei zivilisierten Temperaturen so bis 32 Grad außen. Der Vorteil ist, wenn ich zum Beispiel statt einem mechanischen Thermostaten, hier ist zum Beispiel der mechanische Thermostat, kann ich einen Digitalthermostaten einsetzen. Mit dem Digitalthermostaten habe ich einen Temperaturbereich von minus 50 Grad, also das ist einstellbarer Temperaturbereich, bis plus 20. Dann kann ich auch sagen, ich kann den Tiefkühler hier, kann ich verwenden, stelle den ein auf plus 15 Grad, weil ich brauche keine Tiefkühlung und lege dann den Rotwein rein. Beispielsweise. Oder wenn ich wirklich ein Offroad-Wohnmobil baue, wenn ich Vollauslastung habe, habe ich den Tiefkühler voll, den Kühlschrank zum Beispiel oben dran, macht mehr Sinn wieder unten. Dann habe ich die Möglichkeit mit beiden zu laden. Jetzt wird der Kühlschrank leer oder der Tiefkühler leer, dann kann ich den separat ausschalten, weil er eine separate Kühlmaschine hat. Und ich könnte den Tiefkühler als Kühlschrank brauchen. Das heißt, wenn ich wirklich wenig Ware habe oder nur eine kurze Wochenendtrip, kann ich den Tiefkühler als Kühlschrank missbrauchen.
dann habe ich unten durch die dicke Isolation einen sehr geringen Stromverbrauch. Und dann kommt noch das Thema, welche auf Weltreise gehen wollen, wenn ich zwei separate Kühlgeräte habe, zwei separate Kühlmaschinen, habe ich zwei unabhängige Kühlsysteme. Das heißt, wenn einer von den Kühlschränken kaputt geht, könnte ich den Tiefkühler als Kühlschrank brauchen, habe dann zwar weniger Volumen, aber ich habe immer noch eine Reserve. Ich sage auch, kauft euch einen Kühlschrank ohne Tiefkühler, dafür eine Tiefkühlbox dazu, dann seid ihr gleich weit, wie wenn ihr einen Tiefkühlschrank nehmt. Ihr seid einfach nicht so eingebaut und so weiter, das ist ein Designthema. Aber von der technischen Grundlage, ein Kühlschrank und eine Tiefkühlbox, die ihr auch als Kühlschrank verwenden könnt. Ja, ich verlinke euch hier oben das Video mit den ganzen Optionen, das ist von gestern oder vorgestern. Da geht es um den gleichen Schrank wie hier, nur so hoch, nur ein Drittel, mit den ganzen Optionen. Und hier unten verlinke ich euch den Schrank hier mit der Option vom Kühlschrank. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.